Willkommen zurück zu Let's Play Monster Hunter Rise. Wir gehen hier nach heute einer Dorfquest nach. Und zwar jagen wir einen Kuluyaku. Oder ich hab Bock auf Ketsu, ne? Aber ich hab ein bisschen Angst vor ihm. Das hier sind Dorfquests. Das ist also die Symbol links, ne? Sind Dorfquests. Oder? Ich weiß nicht, was der Unterschied ist zwischen diesen Quests und die anderen da. Na gut, wir jagen heute den Kuluyaku. Das ist mein Ziel. Das möchte ich machen. Ich hasse dieses Vieh. Ich bin kein Fan von diesem Vogel. Aber irgendwie wird es schon werden. Und mal gucken, wie es vorgestellt wird. Wenn es überhaupt vorgestellt wird. Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Ich finde das irgendwie nice, aber irgendwie auch komisch. Damals halt in anderen Monster-Teilen wurden die Monster immer so episch angekündigt. Na gut, der, glaube ich, der wurde noch nie episch angekündigt. Aber naja. Irgendwie ist dieser Vogel halt wirklich schon lächerlich, ne? Gut, wir waren im letzten Part hier. Wir haben hier Machalit-Erz gefarmt. Das gibt's hier auch. Und jetzt sind wir hier, um einen Kuluyaku zu erledigen. So, danke. Wo hab ich schon gedacht? Wo bleibst du denn? Und irgendein anderes Monster ist hier auch unterwegs. Ich weiß aber nicht welches. Es ist mir auch egal. Solange er nicht inzwischen uns nervt. Indem er sich einmischt. So, ich bleibe schon mal auf Ration, Erste Hilfe. Ich sag mal Ration dazu, warum auch immer. Und es scheint, als wenn er unten ist, ne? Kann man von hier aus irgendwie schnell nach unten? Sieht nicht danach aus, ne? Hier sind auch nur Berge. Na, geht das? Nee. Ich muss irgendwie einen schnelleren Weg nach unten finden. Gib mir einen Moment, Leute. Meine Güte! Ich bin so auf Chat gewesen. So. Es muss hier irgendwo einen leichten Weg nach unten geben. Oh Gott, das. Was macht er da? Achso, dann kann er noch schneller unterwegs. Okay. So ist das also gedacht. Da muss ich aber. So, da ist er schon. Ich wollte eigentlich mich um den hier kümmern. Nee, nee, nee. Du hast nicht lange zu leben. Und die Besonderheit an den Gegner ist, holt sich ganz gerne Sachen aus dem Fußboden. Unter anderem Steine, aber auch Vasen. Aber dadurch, dass er Vasen hat, kann man ihn von vorne angreifen. Steine sind natürlich nicht so toll. Weil, wenn unsere Klinge dagegen drischt, tut das ganz schön weh, unserer Klinge. Das heißt, wir müssen sie öfter schärfen. Und ihr wollt ihn öfter schärfen. Also ich will es zumindest nicht. Denn das passiert und dann, ja, wird die Klinge stumpf. Ja. Ich hasse diesen Vogel übrigens. Das habe ich schon mal gesagt, ne? Nein!
Aus den genau den Gründen. Das Ding ist einfach so unberechenbar teilweise. Und er dreht sehr schnell um. Gerade wenn er einen Stein in den Händen hält. Aber ihr seht's gleich. Guck mal. Jetzt hat er wieder eine Vase gefunden. Wo hält er die ganzen Vasen her? Mhm. Ja, ja. Gott, ist das... Ich hasse das Ding. Also wirklich. Na, brüllt er? Jetzt dreht er um, aber ist mir egal. Wie er sich zu schützen versucht, ne? Aber in meiner Combo ist das relativ egal. Ich muss halt nur abwarten, wenn er halt einen Stein hat, dass ich lieber die Combo einsetze, als normal zu schlagen. Ach komm. Wo will er hin? Du entkommst mir nicht. Hi. Ja, ja. Ah, verdammt. Au. Wie setze ich... Ich bin übrigens noch immer mal am Testen, wie ich die Arts einsetze, ne? Ja, so ungefähr. Aber irgendwie... Ich will das nicht so hinhauen, wie ich es mir denke. Naja. Irgendwie wird das schon werden. So, sehr gut. Irgendwie hängt er gerade in der Wand, oder? Ja, nicht schlimm. Da war eben hier mit dem Krug abwerfen. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Ja. Echt jetzt? Na? Du haust mir nicht ab. Na, jetzt kletter ich so hoch. Wo ist er denn jetzt hin? Der ist ja komplett wieder irgendwo anders. Der ist wirklich belastend. So. Und da drüben ist er schon. Aber nicht mit mir. Du erholst dich hier nicht. Du erholst dich nicht, mein Freund. Ich hätte auch meinen Schwert bei ihm schärfen können, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, den Sakura-Hieb habe ich ausgerüstet, aber irgendwie setze ich den nie ein. Irgendwie bekomme ich das nicht hin.
Na, willst du mal fertig sein? Die würde ich mir gerne mitnehmen. Ja, ja. Alter. Danke. Hier mit. Nein, verdammt. Wir kommen, wie ihr denkt. Mhm. Muss aufpassen, nicht, dass ich jetzt noch sterbe. jetzt habe ich Schärfe eingebüßt. Oh, wie er jetzt nervt. Wie er jetzt übertrieben am Nerven ist. Ach komm. Gut, jetzt sehen wir, ob wir mal anders abgesehen. Gut. Na, verdammt. Das meine ich. Der dreht sich halt immer so schnell um. Das nervt. Oh, da haut er immer so schnell ab. Ich hasse dieses Vieh. Es ist so nervtöten einfach. Nun denke, ein anderes Monster kommt, was sich gerade auf dem Weg hier zu uns. Na, wir kommen jetzt noch zu Gesicht, ich glaube nicht. Irgendwo da. Geh mal gucken, was für ein Monster das war. Ich denke, 30 Sekunden sollten ausreichen, ne? Halt nicht hier. Irgendwo oben. Oder? Ne, jetzt laufe ich ja komplett woanders hin. Hä? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne die Karten halt auch nicht auswendig. Irgendwie sehen die Leuchtkäfer niedlich aus, oder? Gut. Erstmal alles mitnehmen. Normalerweise, wenn es jetzt kein Let's Play wäre, also wenn es jetzt kein Video wäre, was ich machen würde, oder wenn es jetzt nichts, wenn das jetzt keine Aufnahme wäre, sage ich mal, dann würde ich komplett auf bis auf einzelste durchgucken, was ich gerade bekommen habe. Also, ne? Es ist gerade ein dringender Bericht reingekommen, gerade die Randale geht los. Ich muss alles zur Strecke bringen, was auf Weg dadurch ist, okay. Randale? Ihr will Leute, nee. Das meinen wir nicht. Das würde ich halt gerne in einem extra Part machen. Aber interessant, dass halt schon losgeht, ne? Ich muss noch mein Inventar leeren. Wie war das? Einfach A drücken, ne? So, erstmal alles weg. Blitzbomb tue ich auch erstmal weg. Kästchen, Skype, was war das? Alles klar. Okay. Das können wir ja auffüllen. Ups. Sehr gut. Dann haben wir ja noch genug Zeit für eine andere kleine, für eine andere 3-Sterne-Quest. Bei Randale-Quest musst du Kamura gegen Monsterwellen verteidigen. Du wehrst Monster hauptsächlich durch das Einsatz von Jagdanlagen ab und die Festung zu verteidigen. Verteidige, bis die letzte Welle abgewehrt ist oder die große Bedrohung erledigt ist, um das Hauptziel zu erfüllen. Wow. Am Angesicht der Randale. Alles klar, aber nee, das mache ich jetzt nicht. Wir erledigen jetzt noch einen. Ich weiß nicht, ob Dings. Machen wir nochmal hier den hier. Wobei ich noch nicht mal im Flutwald war, ne? Aber nee, komm, machen wir den hier. Oder Barot? Machen wir Reihenfolge, komm, wir nehmen Barot.
Den habe ich lange nicht mehr gesehen. Der gute alte Barot. Der will auf die Schnauze haben. Und ich werde auch offscreen also Rüstungen farmen. Weil ich voll Bock habe, die Rüstungen, die Sets zu haben. Aber Barot wird schon. Der wird schon. Ja, mal gucken. Der Krieger des Ödlandes. Als ich das allererste Mal gegen das Monster gekämpft habe, habe ich gedacht so, oh mein Gott, ist das ein Vieh. Und ich habe wirklich ewig gebraucht, bis ich ihn besiegt hatte. Aber... halt, nein. Es sollte jetzt klar gehen, oder? Ich denke, ich werde gut mit ihm klarkommen. Vor allem mit Langschwert, ne? Wird das halt schon ganz gut. Denke ich mir zumindest. So, der Barot, ihr seht ihn schon da hinten, schüttelt sich und dann wirft das Schlamm von einem, was einem verlangsamt in dem Moment. Und man kann selber dann wirklich kaum kämpfen. Also man verlangsamt er nicht, man kann halt wirklich nicht kämpfen, weil man in so einem Klumpen drin ist. Und das ist halt immer ein großer Monster. Guck mal, der ist ein bisschen größer als die anderen Viecher. Und hat eine härtere Panzerung. Was natürlich für ihn spricht, ne? Ja. Wow. Ja, der Kampf kann interessant werden. So. Ist wahrscheinlich auch nicht die richtige Waffe für ihn, ne? Das kann's auch haben. Ich sehe nix. Oh Gott! Seit wann macht er den Angriff denn? Und er hat einen Kestodon erledigt für mich. Na! Ich habe gedacht, ich komme noch durch. Eieiei. Ach komm. Nein, weg. Da muss ich extrem aufpassen. Da muss man extrem aufpassen. Trink doch schneller, mein Freund. Alles klar. Er suhlt sich. Das ist nicht gut, weil dann sich wieder neu schütteln kann. Oh Gott, ich hab's kommen sehen. Ah! Ja. Ich hasse diese Dinger. Gott, sind die nervig. Eieiei, Alter. Ich muss die ja quasi neu lernen. Ja. Das wird interessant hier. Der Angriff kennt man. Kommen wir auch nicht so gut durch mit dem Schwert, ne? Ja, ha, ha. Nein, weg!
Ja, das war nicht gut. Noch kein Nullbären, ne? Wieder einfach alle Monster erledigt. Das ist so nice. Ja, ja. Okay. Das ist halt auch nicht wahr, ne? Das ist halt echt nicht wahr. Ich wollte mir aufsitzen und dann spiegen. Weil meine Schärfe ist echt wirklich niedrig, ja. Gut. Aufgefrischt. Los geht's. Wo sind wir denn komplett hin? Ach so. Ach Gott, ist das nervig. Ich habe halt auch nichts zum Brechen, ne? Was ist ein komisches Spinnen? Nein! Ist nicht so, dass ich das nicht sehe, Leute. Ist nicht so, dass ich das nicht sehe. Ich sehe es, aber dann meistens zu spät. Oh Gott. Hey, na. Oh, komm, bitte steh auf. Es ist echt Hammer, ne? Ich brauche halt echt eine bessere Waffe. Ja, warte ab, mein Freund. Ich denke immer, ich komme noch durch. Ja gut, das war obvious, dass ich da nicht durchkomme. Eieieiei. Der ist wirklich gefährlich. Der scheint auch noch lange nicht außer Atem zu sein. Oder? Jetzt mal eine Pause. Sehr gut, ich konnte einmal die Klinge auf Stufe weiß machen. Er sabbert oder was ist das? Weg! Hau doch nicht zweimal los. Sehr gut. Ja. Die war halt sehr schnell Schärfe im Büßkim-Spiel. Oh Gott, weg. Alles klar. Darf ich jetzt weg? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hör auf, verwirrt zu sein, Alter. Ich glaub's nicht. Mhm. Komm mal her, bitte. Danke.
Wir sind ein bisschen schneller unterwegs sein, während ich schmiede. Das kann sonst sehr schnell in die Hose gehen. Autsch. Oh oh. Wo will er denn komplett hin, ne? Wo will er wieder hin? Da ganz hinten. Puh. Also, das ist echt heftig, der Kampf. Ah, bringt schon Bock, ne? Bringt schon Bock. Moment, geht's. Wo laufe ich eigentlich? Wo laufe ich hier eigentlich lang? Ach, was mache ich da? Nein! So. Nein. Wäre ich ihn einfach nur hinterher gegangen, ich glaube, da wäre ich schneller unterwegs. Nicht wahr, mein Freund, mein Bester? Ich denke schon. Ich hasse diesen Angriff. Was nicht mein Angriff ist. Oh oh. Oh. Da habe ich erwischt. Da habe ich erwischt. Mhm. Es ist so nervtötend. Jeder zweite Schlag gerade. Ich werde nachlässig. Na, weg, 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 weg. Alter, dass mich das trotzdem noch trifft, ne? Wow. Stell dir vor, es wäre kein Schlamm, es wäre sein Kot. Das wäre... Oh Gott, das wäre nervtötend. Mhm. Ich wünschte, er hätte Fallen oder sowas in der Art mit. Es ist einfach sein Ernst, ne? Sehr gut. Ich bin doch gerade zurückgewichen. Mhm. Ich kann nicht so schnell wegrollen, wenn ich in der Kombo drin bin. Das könnte übel ausgehen. Oh ja. Ich konnte mich nicht mehr heilen. Ich war im Schlamm eingesperrt. Das ist natürlich nicht so toll. Das erste Mal verloren.
Na gut. Das wird nur öfter passieren. Ich hoffe aber nur nicht jetzt. Und ich hoffe, es hält sich in Grenzen. Sind ja auch gleich da. Jetzt noch nicht weit. Ich dachte gerade. Hänfe erleiden, Alter. Hände gehabt gerade. Na gut. Was hat er denn, Alter? Steht er unter Drogen oder so? Ja, voll die Spastiken. Oder hat er das Falsche gegessen? Verstecken kann er sich auf jeden Fall nicht. Er war wahrscheinlich müde, ne? Er wollte sich heilen. Aber nicht mit mir. Jetzt vorbei. Ich hab's gecallt. Gut, dann... Nehmen wir mit, was du hast. Der Kampf war wirklich teilweise echt fordernd. Der hat mich auch einmal ordentlich mitgenommen, ne? Ich kam da halt auch nicht so schnell weg und ich konnte mich nicht heilen. Ich hätte vielleicht mich einfach Waffe wegstecken sollen, als ich im Schlamm war. Und mich sofort heilen müssen, als versuchen zu entkommen. Ich denke mal, das wäre halt... Das hätte mehr geholfen. Ja. Ach, verdammt, haut der andere auch ab. Das hätte mehr geholfen, denke ich mal. Aber ja, so kann es gehen. Man sammelt auch einiges an, ne? Oh, sogar eine Klaue. Okay. Also die Monster, ich werde sie alle nach und nach noch farmen. Ich weiß, man... Am Anfang sollte man das nicht, die ganzen Rüstungen, einzelne Rüstungen von den Anfangsmonstern alle farmen, weil es später bessere gibt. Aber ich habe das halt total gerne und es gibt ja diese, glaube ich, diese Transmogrifizierung, womit man seine Rüstung halt nach dem Aussehen machen kann, wie es halt am liebsten hat, wie man es am liebsten hat, ne? Ja, aber das soll es für heute gewesen sein. Wir haben Kulu Yaku oder so erledigt. Und Barot. Und Barot hat mich sogar einmal besiegt. Tatsächlich. Aber es hat Spaß gebracht, der Kampf. Auch wenn ich die ganze Zeit mit dem Langschwert nicht so gut umgehe, wie ich will. Und ich brauche unbedingt... Ich gucke mal offscreen, ob ich ein besseres Schwert hinkriege. Und ansonsten, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like und Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.